Das war ein Vorhang von Peter Hartig aus Unterfranken und er spielt gegen Michael Pollack, der ist irgendwo aus Baden-Württemberg, soweit ich weiß. Immer ein Problem in Wolgersdorf, die Netze sind zumindest zu schlecht gespannt, eventuell auch nicht so richtig tauglich, aber auf jeden Fall schlecht gespannt. Es gibt hier unglaublich viele Netzroller, die alle rübertröpfeln und dann kaum mehr zu erreichen sind. Eine Bitte an die Turnierleitung. Einfach die Netze spannen, sonst muss es immer ich machen und dann heißt es immer, ach, der Steinbrecher wieder, der Oberlehrer, der Oberschiedsrichter ins B, der Wichtigtuer, der muss schon wieder an allem und jedem und Netze spannen. Und da habe ich keinen Bock drauf, weil mir geht es nicht um Oberlehrer und nicht um Erbsenzellen, sondern wie man sieht, das verändert so einen Elfersatz ohne Ende. Wenn statistisch gesehen einfach, und das kann ich anhand der Videos und der Erfahrungen hier in Wolgersdorf beweisen, überdurchschnittlich viele Netzroller den Spielverlauf verändern. So viel zur Theorie vom Laberschorsch. Macht damit, was ihr wollt. Oder vielleicht eigene Gedanken.